Servus Leute, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich mache heute Egg Benedict Kochspiel Style. Das heißt, es wird eine ganze Menge Tipps geben, wie du das einfach ein bisschen schneller und unkomplizierter herrichten kannst. Bleib dran, los geht's. Pack mal's. Auf geht's. Setz dich wie immer wieder so ein bisschen hier runter. Und ich würde sagen, wir starten erstmal kurz mit dem Intro. Genau, bevor ich es vergesse, wenn du Bock hast, abonniere einfach den Kanal und gib mir ein Like. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hergerichtet habe ich hier einen schnöden Toast, eine Zitrone habe ich hier, dann habe ich hier so ein paar Eier. Die sind natürlich super frisch und sind vom Bauern um die Ecke. Wunderbare Chorizo ist das hier, ganz großartige spanische Paprikawurst, ganz lecker. Ein bisschen Olivenöl ist mit am Start, ein bisschen Tabasco habe ich hier. Kleiner Schluck Weißwein, ja, und zwei so kleine Töpfe. In einen Topf, den befülle ich gleich mal mit Wasser und der wird direkt auf den Herd gestellt. Für das pochierte Ei richte ich erstmal zwei Eier her und zwar einfach hier in so ein kleines extra Schüsselchen. Das hat den absoluten Vorteil, dass wenn mal ein bisschen Schale mit reinkommt, dass du die Schale halt sofort rausfischen kannst. Und dass du natürlich, wenn du 2, 3, 4, 5 pochierte Eier machen möchtest, dass du die halt einfach zusammen in so eine Schüssel gibst und dann, wie ich es dir gleich zeigen werde, einfach ins Wasser reinschütten. Aber dazu kommen wir gleich. Ich mache 2 pochierte Eier, das reicht mir. Und für die Hollandaise brauche ich natürlich auch nochmal Ei. Und zwar nur das Eigelb. Dann nehme ich mir jetzt auch mal 2. So, und für meine kleine Art der Hollandaise nehme ich mir jetzt auch ein bisschen was von dem Weißwein. Der kommt nämlich hier direkt mit ins Eigelb. Normalerweise kannst du da auch eine sogenannte Reduktion herstellen, aber ganz ehrlich, wenn du Egg Benedict machst, dann tust du dir die Arbeit nicht an. Also, wenn du Egg Benedict machst, ich glaube, die meisten greifen sowieso zu dem kleinen Tetrapack an Hollandaise. Wenn du Hollandaise selber machst, dann bin ich der Meinung, dass das so einfach wie möglich funktionieren soll, denn alles andere wäre, glaube ich, vom Aufwand einfach auch zu groß. Jetzt habe ich hier noch eine wunderbare Zitrone, dann nehme ich jetzt ein bisschen was von der Schale ab, die gebe ich jetzt hier noch mit rein in die Hollandaise und ja, deswegen habe ich den Tabasco hier, ein bisschen Tabasco hier mit dazu. Egg Benedict wird ja auch gerne so als Katerfrühstück deklariert und deswegen auch ein bisschen was von dem Tabasco. Okay, dann schnappe ich mir jetzt hier so einen kleinen Schneebesen. Die Dinger gibt es beim Ikea. Hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gesehen. So einfach ist es. Und das Gute an diesen kleinen Schneebesen ist, dass du hier ganz wunderbar in die ganzen Ecken hier reinkommst in den Topf. Und das ist ganz wichtig, dass dir eben hier auch nichts ansetzt. Soweit so gut. Ich würde sagen, wir gehen kurz rüber und machen dort weiter. Okay, was ich jetzt hier mache für unsere pochierten Eier, ist, dass ich hier ein bisschen Essig nehme, einen kleinen Schluck mit ins Wasser gebe. Ich persönlich finde das ganz gut, weil du einfach mit dem Essig so ein bisschen Säure im Wasser noch dazu hast und Säure und Ei funktioniert auch ganz wunderbar. Außerdem ist die Säure auch dafür zuständig, dass das Eiweiß sich ein bisschen schneller um das Eigelb bindet. Jetzt mache ich hier so einen Strudel, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Wenn du dich schon mal dafür interessiert hast, wie man pochierte Eier macht. Und jetzt habe ich hier die aufgeschlagenen 2 Vollei. Ob das jetzt hier 2 sind oder 4 oder 5 oder 6, ist vollkommen egal. Die Technik ist immer dieselbe. Die Größe des Topfs musst du halt dann entsprechend neu bestimmen. Jetzt schütte ich die hier einfach rein. Und du hast gesehen, dass das Wasser gerade eben noch gekocht hat. Das hört natürlich sofort auf zu kochen. Und jetzt schaue ich, dass ich so eine Temperatur erreiche, wo das Ei so langsam dahin simmern kann. Und dann dauert es ungefähr 4-5 Minuten, dann ist es auch schon wachsweich. Und genauso wollen wir es haben. Und ungefähr die Zeit, was das pochierte Ei jetzt hier braucht, wende ich jetzt auf für die Hollandaise. Und gehe hier von der Temperatur, das ist natürlich, wenn du Induktion zu Hause hast, immer ganz praktisch. Dann kannst du nämlich genauso eine Temperatur wählen, wo das Ei einfach nicht zu viel Hitze von bekommt. Okay? Das Ganze geht natürlich auch
über einem Wasserbad. Das ist dann noch sicherer, aber mit ein bisschen Übung kriegst du das auch so hin. Und ein guter Tipp ist, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Ei fertig ist, gehst du einfach mit dem kleinen Finger hier rein und das Ei, das muss sich schön lauwarm anfühlen, okay? Tendenz warm, also nicht Tendenz kalt, sondern Tendenz warm. Und wenn es hier so richtig schön lauwarm sich anfühlt, dann bist du eigentlich von der Temperatur ziemlich ideal. Auf jeden Fall sollte das Ei über 70 Grad erhitzt werden. Und jetzt runter von der Temperatur oder runter von der Hitze und jetzt wird dir ganz einfach Olivenöl eingerührt. Und zwar gerade so viel, dass es hier eine schöne Bindung ergibt. Ja, und last but not least wird das Ganze natürlich jetzt noch gewürzt. Jetzt gebe ich hier so ein bisschen Pfeffer dazu, eine ganz kleine Spur Salz, eine ganz kleine Spur Zucker. Okay, das ist die Hollandaise, die ist dann soweit fertig. Die packe ich jetzt mal hier hin. Hier mit einem ganz kleinen Druck auf die Oberfläche merkst du relativ schnell, das sollte sich so anfühlen, naja, ähnlich wie so ein schöner Mozzarella. Okay, das eine Ei, das darf jetzt noch ein bisschen Temperatur bekommen, noch 2-3 Minütchen. Die Olivenhollandaise, die ist ja im Grunde fertig und jetzt geht es nur noch darum, die Chorizo ein bisschen noch herzurichten. Die bekommt jetzt noch mal einen ganz kurzen Moment in der Pfanne, genauso wie das Toastbrot auch, aber darum kümmere ich mich jetzt. Jetzt wird erstmal ein bisschen Gas gegeben hier in der Pfanne. So, unser Toastbrot, das packe ich natürlich jetzt mitsamt der Rinde, also genauso wie es aus der Packung gekommen ist, ganz entspannt in die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. Es wird jetzt von beiden Seiten hier einmal richtig schön goldbraun gebraten. Okay, das pochierte Ei ist jetzt auch soweit. Ja, sieht super aus. Hier sind die beiden Prachtexemplare. So, das Toastbrot ist jetzt richtig schön goldbraun. Genau, perfekt, so soll es sein. Jetzt kommt hier die Chorizo, kommt hier noch. Die ist auch hauchdünn geschnitten. Nur für einen ganz kleinen Moment in die Pfanne. So, wunderbar sieht die aus. Einmal noch kurz gewendet. Zurück und richten jetzt hier fertig an, okay? So, dann haben wir jetzt hier diesen wunderbar goldbraun gebratenen Toast. Also zwei Scheibchen von dieser wunderbaren Chorizo. Okay, eins dieser beiden pochierten Eier setze ich jetzt hier mal unten mit rein. Dann habe ich natürlich jetzt hier diese wunderbare Oliven-Hollandaise, möchte ich sie jetzt einfach mal nennen. Setze ich hier auch noch mit dazu. Dann lege ich hier noch ein bisschen was in diesen wunderschönen, ja, mittlerweile ist es sogar schon, ja, schön crunchy. Hat so ein bisschen so einen kleinen Chip-Charakter. Ja, Leute, und das hier ist jetzt die Kochspielversion vom Egg Benedict. Es gibt da viele Varianten, ich weiß. Und du kannst auch einen Schinken nehmen, du kannst einen Speck nehmen und du kannst eine klassische Hollandaise machen und so weiter und so fort. Das hier ist jetzt einfach bloß mal so eine kleine Alternative zum wirklich sehr aufwendigen Egg Benedict, beziehungsweise auch zu dem mit Tetra Pak. Kannst du Hollandaise auch im Tetra Pak kaufen. Ich glaube, das ist wirklich für viele einfach auch so ein kleiner Denkanstoß, dass man sowas auch ein bisschen reduzierter machen kann, was aber trotzdem lecker ist und was halt ein bisschen schneller und unkomplizierter. Gerade wenn du in der Früh irgendwie
ja, wenn du einfach nicht so viel Zeit hast oder du bist wirklich so ein bisschen, ja, verkatert. Den probiere ich jetzt, hier diesen wunderbaren Toast. Pass auf, ich ziehe dich dazu noch mal ganz kurz ein bisschen weiter runter, dass du ein bisschen näher am Geschehen bist. Und jetzt, hier an der Seite sieht man ja schon, dass das Eigelb hier schon so ein bisschen rausfließt. Aber jetzt öffnen wir hier mal die Seite. Ja, hier. Okay, also pochiertes Ei ist wirklich kein Hexenwerk. Und ob du da jetzt ein bisschen Essig dazu gibst oder nicht, so oder so wird es funktionieren. Ich persönlich finde aber halt so ein bisschen diesen leichten Essiggeschmack am Ei auch immer sehr, sehr lecker. So, jetzt wird hier ein bisschen was runtergeschnitten. Dann schnappe ich mir natürlich direkt ein bisschen was noch von der Chorizo. Und du hörst auch, dass die Chorizo schon richtig schön knusprig geworden ist. Ein bisschen was von der Hollandaise ist noch on top. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leute, mehr gibt es zum Egg Benedict von meiner Seite nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Und ja, ich setze mich jetzt an den Tisch und genieße das jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, der Tobi. Ciao, ciao.